Die großen gotischen Kathedralen Europas. Mittelalterliche Giganten, die sich in den Himmel recken und hinter deren Mauern sich jahrhundertealte Geheimnisse verbergen. Wie haben ihre Baumeister es geschafft, solche Höhen zu erreichen, obwohl sie nur einfaches Werkzeug hatten? Und was trieb sie an, eine solche Leistung zu vollbringen? Das ist ein unglaubliches Gebäude. Die Höhe, die Präsenz, wirklich spektakulär. Dank moderner Technik können einige Geheimnisse gelüftet werden, die sich in diesen Giganten aus Stein verbergen. Sie mussten Angst haben, dass der Erddruck die Baugrube zum Einsturz bringt. Um die Rätsel der Kathedralen zu lösen, müssen wir die gewaltigen mittelalterlichen Bauwerke Stein für Stein auseinandernehmen. So können wir tief in ihre Mauern, Gewölbe und Fundamente hineintauchen und erkennen, mit welcher Technik diese mittelalterlichen Wunder geschaffen wurden. Köln am Rhein, eine lebendige Metropole. Die Stadt beherbergt eine der berühmtesten Kathedralen der Welt. Den Kölner Dom. Ein Monument voller Geheimnisse, das aus dem Mittelalter stammt. Vor über 750 Jahren stellten sich die Kölner einer enormen Herausforderung. Sie wollten die größte Kathedrale der damaligen Zeit bauen. Diese Kirche sollte die üblichen Bauten aus Holz, die damals das Stadtbild prägten, um das 20-fache überragen. Die Größe des Doms erstaunt bis heute Laien und Experten gleichermaßen. Das Erstaunliche am Kölner Dom ist, dass irgendjemand vor langer Zeit die Vision hatte, ein Gebäude dieser Größe zu entwerfen. Und es ist spektakulär. Der Kölner Dom ist ein 300.000 Tonnen schwerer Koloss aus Stein. In ihm ist so viel Glas verbaut worden, dass man damit ein 30-stöckiges Hochhaus verkleiden könnte. Große Rippen aus Stein tragen die Decke sowie das 600 Tonnen schwere Hauptdach. Mit seinen beiden Türmen, die fast 160 Meter in den Himmel ragen, war der Kölner Dom einst das höchste Gebäude der Welt. Wie aber wurde dieses mittelalterliche Wunder geschaffen? Historiker wissen überraschend wenig darüber, was sich beim Baubeginn des Kölner Doms zugetragen hat. Von damals sind nur wenige Aufzeichnungen erhalten geblieben. Aber der Architekt Doug Pritchard rekonstruiert, wie der Dom gebaut wurde, indem er ihn Stein für Stein auseinandernimmt. Doug Pritchard hat auch das passende Gerät dafür, einen digitalen Laserscanner. Der Scanner ermöglicht es Doug, den Dom mit bislang unbekannter Genauigkeit zu untersuchen. Der Scanner ist unfassbar. Er kann 1 Million Datenpunkte pro Sekunde generieren. Der Scanner arbeitet dabei in einem 360-Grad-Radius. Er kann die Tiefe der Gewölbe oder die genauen Abmessungen der Säulen auf sehr präzise Art darstellen. Wir bündeln alle Daten und das Ergebnis ist dann ein 3D-Modell des Doms. Aber bis dahin muss der Architekt noch sehr viel Puzzlearbeit leisten. Guten Tag. Hi. Ciao, ciao. Heute ist Doug Pritchard zwischen den Strebebögen unterwegs. Er setzt die Scan-Technik ein, um die Baustruktur der Kathedrale zu entschlüsseln und zu analysieren. Das Tolle an der Lasertechnik ist, dass man die Daten einzeln auswerten kann. Man kann die Daten nutzen, um die Architektur zu erklären und wie sie technisch funktioniert. Doug's Scanner schießt einen unsichtbaren Laserstrahl ab, der 187 Meter weit reicht.
Sobald der Strahl auf etwas Festes trifft und reflektiert wird, hält der Scanner das fest und wandelt diese Daten in erstaunlich detaillierte Bilder um. So kann man die Konstruktion aus jedem Blickwinkel analysieren. Insgesamt haben wir nun mehr als 660 Scans. Gegen Ende der Woche werden es wahrscheinlich weitere 20 oder 30 sein. Doug muss nun riesige Datenmengen auswerten. Aber er kann bereits den Masterplan erkennen, der hinter dem Bau der Kathedrale steckt. Die beiden hohen Türme des Doms sind kilometerweit zu sehen. Ihre Spitzen sind leicht und offen konstruiert, um Windlasten zu verringern. Die Mauern weiter unten sind dagegen sehr solide konstruiert, damit sie das enorme Gewicht der Türme tragen können. Der Korpus der Kathedrale ist ganz anders konstruiert. Hinter der Fassade befindet sich ein Skelett aus dünnen Steinbögen. Die Statik gleicht der Statik eines modernen Wolkenkratzers, aber sie stammt von Baumeistern des Mittelalters. Von Männern, die vor 750 Jahren gelebt haben. Es ist mehr als erstaunlich, dass diese Männer davon überzeugt waren, ein Gebäude von dieser Größe und Höhe errichten zu können. Etwa 400 Kilometer entfernt von Köln untersucht ein weiteres Team in Nordfrankreich eine Kathedrale, die sogar noch älter ist. Es handelt sich um die Kathedrale von Amiens, die dem Kölner Dom als Vorbild diente. Seit 800 Jahren prägt dieses Bauwerk das Stadtbild von Amiens. Es ist das größte französische Kirchengebäude des Mittelalters. Der Forscher Guillaume Caron setzt ebenfalls auf Lasertechnik, um herauszufinden, wie diese Kathedrale gebaut wurde. Ich wurde selbst hier geboren, also kenne ich die symbolischen Aspekte der Kathedrale. Guillaume Caron sucht nach Anhaltspunkten, mit deren Hilfe er die fehlenden Baupläne von Amiens rekonstruieren kann. Zurzeit gibt es keinen Plan von der Kathedrale. Es war im 13. Jahrhundert nicht üblich, Pläne und dergleichen zu haben. Deswegen vermessen wir die Kirche ganz genau, um dadurch die erste richtige Konstruktionszeichnung zu erstellen. Im Jahr 1220 wurde mit dem Bau von Notre-Dame de Amiens begonnen. Und es gibt noch weitere beeindruckende Kathedralen rund um Paris. Sie wollten die höchste und größte Kathedrale bauen, weil es im Mittelalter einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Städten in Frankreich gab, wer die bedeutendste Kathedrale baut. Guillaume's Scans zeigen, dass der Mittelbogen der Kathedrale von Amiens 43 Meter hoch ist. Die Säulen sind jedoch erstaunlich dünn. Durch die Scan-Vorschau können wir uns alle Details anzeigen lassen, so wie beispielsweise die Säulen hier im Bereich. Bis ins 12. Jahrhundert gab es nirgendwo sonst Säulen, die so hoch und schlank waren und dabei das Gewicht eines so großen Gebäudes tragen konnten. Wie also haben die französischen Architekten ein Problem gemeistert, das selbst die großen Baumeister im antiken Rom vor Rätsel stellte? Die Antwort liegt in der Form der Bögen. Bei einem klassischen römischen Bogen drücken die oberen Steine die Säulen nach außen. Wenn man zu hoch baut, beginnen sich die Säulen zu wölben und die Decke stürzt ein. Die französischen Baumeister erkennen, dass ein spitz zulaufender Bogen die Kräfte besser in Richtung der Säulen ableitet. So kann eine Säule mehr Gewicht tragen. Der Bogen kann höher und die Kirche deutlich größer werden. Amiens mit seinen spitzen Bögen vermittelt den Kölnern ein Gefühl dafür, was alles möglich ist. Allerdings sollte der Kölner Dom noch höher werden.
denn er sollte das neue Zuhause für einen goldenen Schrein werden, der für die Kirche enorme Bedeutung hatte. In diesem Schrein sollen sich die Gebeine der heiligen drei Könige befinden. Peter Füssenich ist Dombaumeister in Köln. Habt ihr noch mal geguckt nach den Gewölbebeleuchtung? Ja, genau. Erklär mir das mal. Er leitet ein Team von mehr als 70 Mitarbeitern. Sie halten die Kathedrale instand. Der Kölner Dom zieht jedes Jahr rund 6 Millionen Besucher an. Im Mittelalter, so ist Peter Füssenich überzeugt, war vor allem der Schrein der heiligen drei Könige die Hauptattraktion. Der Schrein ist natürlich einer der Gründe, warum der Kölner Dom überhaupt gebaut wurde. Weniger natürlich der Schrein, der ist ja erst später errichtet worden, als der Inhalt des Schreins, nämlich die Gebeine der heiligen drei Könige, die 1164 nach Köln gekommen waren. Und unmittelbar danach setzte hier ein großer Pilgerstrom ein. Und die alte Kathedrale wurde natürlich auch schnell zu klein. Und aus diesem Grunde musste man auch eine größere Kathedrale hier errichten. Der Heilige Schrein ermutigt die Kölner, sich an die Errichtung einer neuen Kathedrale zu wagen. Sie sollte so groß werden, dass eine Generation nicht ausreichte, um sie fertigzustellen. Das ist auch die große Faszination, die uns heute alle noch begeistert. Das ist, der Kölner Dom ist eines der ersten Generationenprojekte der Menschheit. Ein Projekt, das man in die nächste Generation reichen muss, wo man das Vertrauen haben muss, dass die Nachfolger daran schon weiter bauen würden. Der Kölner Dom ist aus vielen Gründen ein Mysterium des Mittelalters. Er hat eine Grundfläche von 8000 Quadratmetern. Eine Kirche dieser Größe braucht Licht im Inneren, aber elektrischer Strom wurde erst hunderte von Jahren später entdeckt. Also musste die Kathedrale so konstruiert werden, dass genug Licht in den Innenraum fällt. Die Türme ruhen auf dicken Steinsäulen, damit sie nicht einstürzen. Aber das Kirchenschiff selbst ist leicht und offen gestaltet. Hier gibt es genug Glas, um damit ein ganzes Fußballfeld zu bedecken. Die oberen Wände in der Mitte bestehen fast ausschließlich aus dünnem Glas. Über ihnen thront ein Dach, das mit massivem Blei bedeckt ist. Wie haben die mittelalterlichen Baumeister diese riesigen Fenster konstruiert, die einerseits so zerbrechlich und andererseits so stabil sind? Die Handwerker des Mittelalters waren noch nicht dazu fähig, große, dünne Glasplatten herzustellen. Aber Ulrike Brinkmann hat durch ihre Forschungen herausgefunden, welche kluge Lösung sich die Glaskünstler von damals für dieses Problem haben einfallen lassen. Die mittelalterlichen Glashersteller teilten jedes Fenster in mehrere Tafeln auf. Diese Elemente aus dünnem Buntglas wurden dann durch Blei zusammengehalten. Mittelalterliches Glas wurde mit dem Mund geblasen. Die Glasmacher hatten dafür lange Röhren. Und deswegen ist die Größe der Glastafeln für die Maler sehr beschränkt. Also das Wichtigste ist einfach hier die Differenzierung. Der Restaurator Peter Beckenkopf zeigt uns, welche Handwerkskunst in jeder einzelnen Glasscheibe steckt. Dazu muss aber zunächst der jahrhundertealte Schmutz vorsichtig entfernt werden. Das ist ein sehr heikler Prozess. Die Restauratoren müssen ganz genau wissen, was sie da in den Händen halten. Sie brauchen viel Erfahrung. Man sieht die sehr dunklen Ablagerungen auf den Gläsern. In diesem Fall kann man sie zum Glück leicht entfernen. Auch nach der Reinigung sehen die Scheiben noch dunkel aus, aber im Licht erwachen sie zu neuem Leben. Licht war im mittelalterlichen Verständnis ein Material. Und es gab keine Erklärung dafür, wie Licht durch ein anderes Material wie zum Beispiel Glas fällt, ohne das dabei zu tangieren. Die vielen einzigartigen Details der Scheiben sind für Besucher der Kathedrale kaum zu erkennen. Aber dieses Kaleidoskop aus Glas erweckt bis heute den Eindruck,
dass die Kirche den Himmel berührt. Die Kathedrale muss im Mittelalter atemberaubend gewesen sein. Die Sonnenstrahlen sorgten für eine eindrucksvolle Beleuchtung im Inneren. Auch heute ist sie natürlich noch atemberaubend, aber damals noch mehr für die Menschen, die in meist kleinen und dunklen Häusern lebten. Die extreme Höhe der Fenster sorgte jedoch für ein Problem. Durch spitze Bögen konnte man höhere und elegantere Kirchen mit großen, durchgehenden Fenstern bauen. Aber ab einer gewissen Höhe bestand trotzdem die Gefahr, dass die Konstruktion in sich zusammenfällt. Stützmauern könnten zwar die Last der Außenmauern tragen, aber sie würden kein Licht durchlassen und die Seitenschiffe zerschneiden. Die mittelalterlichen Baumeister finden heraus, dass sie außenliegende Säulen mit Querstreben versehen können. Was sie da erfinden, wird später einmal Strebepfeiler genannt. Nun können sie große Fenster einbauen, die Gottes himmlisches Licht hereinlassen. Die Strebepfeiler halten die Wände und das Dach von außen. Jetzt muss aber noch dafür gesorgt werden, dass innen die Decke nicht einstürzt. Der Kölner Dom gehört zu den großartigsten Kathedralen Europas. Wolfgang Küpper ist einer von 20 Steinmetzen der Dombauhütte, die mit viel Sorgfalt den empfindlichen Kalkstein bearbeiten. Zum Beispiel kann ich ein Sägeblatt nehmen von den Metallbauern und kann dann hier Schlitze rein. Die Steinmetze sind wie Chirurgen, die sich um einen 750 Jahre alten Patienten kümmern. Zurzeit arbeitet Wolfgang Küpper an einem Steinelement, das ausgetauscht werden soll. Ja, im Moment mache ich hier diese kleine Kreuzblume. Im Moment muss ich hier diese Krabben, diesen Zwischenraum freilegen, damit diese Krabben rauskommen. Das sind ja sehr kleine Knospen, die hier so frei dran rumstehen. Der Originalstein ist für eine Reparatur zu stark beschädigt und muss deshalb rekonstruiert werden. Das ist im Zweiten Weltkrieg beschädigt worden, also hier fehlt die komplette vordere Seite. Wir haben jetzt nur noch den hinteren Bereich. Zur Herstellung der Kopie benötigt Wolfgang mehr als 1,5 Jahre. Ja, es ist halt schon sehr anstrengend, so lange Zeit da dran zu bleiben und sich auch die ganze Zeit darauf zu konzentrieren. Also es geht auch ein bisschen an die Nerven. Natürlich passieren so kleine Fehler, also nobody's perfect. Es ist der Perfektion von Wolfgangs Kollegen im Mittelalter zu verdanken, dass die Kathedrale heute noch existiert. Anstelle von dicken Steinwänden, die die Decke tragen, errichteten sie Spitzbögen, die das Gebäude wie die Rippen eines Brustkorbs stützen. Dazwischen bauten sie eine dünne Schicht aus Ziegeln ein, die eine glatte Decke bilden. Das Ganze nennt sich Kreuzrippengewölbe. Schlanke Säulen leiten die Last des Bogens in den Boden ab. Auf diese Weise benötigt die Decke keine weitere Stütze, denn sie trägt sich selbst. Die Kräfte, die auf diese gewölbte Decke wirken, sind enorm. Nur wenige Steine, die falsch platziert sind, können zu einer Katastrophe führen. In der Kathedrale von Amiens in Frankreich zeigen sich die Risiken dieser gewagten Konstruktion. Laserscan-Experte Guillaume Caron dokumentiert und untersucht die Schäden im Kreuzrippengewölbe der Kirche. In der Decke ist ein großer Riss, den wir mit unserem Laserscanner messen konnten. Das ist das Scan-Ergebnis. This is the scanning result. Guillaume stellt fest, dass der Riss 5 cm breit ist. Im Mittelschiff der Kathedrale sind noch weitere Risse, genau wie über diesem großen Fenster. Guillaume kann nicht genau bestimmen, was diese Risse verursacht hat. Aber Experten glauben, dass Amiens einen schwerwiegenden Konstruktionsfehler aufweist.
Die außen liegenden Strebepfeiler sind zu hoch und können so die Dachlast nicht tragen. Dadurch wird das Kreuzrippengewölbe auseinandergedrückt. Nun muss man herausfinden, ob dieser Schaden größer wird. Unsere letzten Messungen haben ergeben, dass der Riss etwa 5 cm breit ist. Wir haben das mit Messungen von vor 4 Jahren verglichen. Der Riss hat sich nicht vergrößert, was eine gute Nachricht für die Kathedrale ist. Die Decke des Kölner Doms sieht im Vergleich dazu perfekt aus. Aber ist sie das auch wirklich? Doug Pritchard wagt sich ins Innere des Daches, um das zu untersuchen. Er möchte das Kreuzrippengewölbe des Doms von oben vermessen. Wir befinden uns jetzt zwischen dem Übergang und dem älteren Teil des Gebäudes. Für die Vermessung positioniere ich den Scanner zunächst einmal an verschiedenen Stellen um diese offene Fläche herum. Diese Daten kombiniere ich dann mit den Messungen, die ich bereits von unten gemacht habe. Und dann kann ich die Kathedrale virtuell zerschneiden. Doug hofft, dass die Messungen den Aufbau des Doms in noch nie dagewesener Genauigkeit darstellen können. Ich finde, dass das ein fantastisches Bild ist, das die Architektur der Kathedrale erklärt. Das fertige 3D-Bild stellt die Kathedrale millimetergenau dar. Hier habe ich die Stelle fokussiert, an der wir uns momentan befinden. Das Kreuzrippengewölbe ist im Grunde genommen wie eine dünne Membran, wohingegen die eigentliche Konstruktion von den spitzen Bögen getragen wird. Da sind zum einen die Säulen, die die Last zum Fundament hinunterleiten. Und zum anderen sind da die Strebebögen, die leicht nach innen drücken. In der Konstruktion der Kathedrale befindet sich alles im Einklang. Betrachtet man die Bilder, fragt man sich jedoch, wie die Baumeister des Mittelalters in 40 Metern Höhe ein Kreuzrippengewölbe errichten konnten. Wissenschaftler vermuten, dass die Handwerker zunächst ein Holzgerüst errichtet haben, das bis ganz nach oben reichte, um dort das Gewölbe abzustützen. Dann wurden die Rippen des Gewölbes aus Stein gebaut und mit einem perfekt sitzenden Schlussstein beendet. Anschließend wurden die Zwischenräume der Rippen mit leichten Ziegeln gefüllt und mit Mörtel verkleidet. Zum Schluss wurde das Holzgerüst entfernt. Und dann konnten die Handwerker nur noch beten, dass die Decke hält. Die Konstrukteure des Kölner Doms haben ein perfektes Kirchenbauwerk erschaffen. Über Jahrhunderte musste die gewaltige Kathedrale Wind, Regen und Naturkatastrophen standhalten. Dazu gehörten auch Erdbeben. Dr. Klaus Hinzen ist Erdbebenforscher an der Universität zu Köln. Er führt ein Team von Spezialisten auf das Dach der Kathedrale. Sie wollen untersuchen, wie der Kölner Dom während eines Erdbebens reagiert. Wir haben 2006 angefangen, die Kathedrale zu überwachen. Hin und wieder müssen wir Wartungsarbeiten vornehmen und nachsehen, wie die Station arbeitet. Diese Instrumente sind mit Bewegungssensoren ausgestattet, die selbst kleinste Schwankungen des Bauwerks aufzeichnen können. Links hier auf dem kleinen Bildschirm können wir die Bodenbewegungen sehen, die gerade aufgezeichnet werden. Und wir können erkennen, dass es tatsächlich funktioniert. Ich muss nur mit dem Fuß aufstampfen. Es ist ziemlich sensibel. Obwohl wir einige Meter von dem Sensor entfernt sind, zeichnet er das Signal auf.
Mithilfe dieser Ausrüstung kann Dr. Hinson vorhersagen, was bei einem großen Erdbeben passieren würde. Wir hatten mehrere starke Erdbeben der Stärke 6,5 bis 7 in den letzten 20 bis 30.000 Jahren in dieser Gegend. Und geologisch betrachtet ist das eine sehr geringe Zeitspanne. Und solche Erdbeben könnten sich jederzeit ereignen. Es könnte heute oder nächste Woche passieren. Dr. Hinson befürchtet, dass ein schweres Erdbeben diese Deckengewölbe zerstören könnte. Aber die Türme würden das Beben wahrscheinlich überstehen. Hier sehen wir ein aufgezeichnetes, echtes Erdbeben, das etwa 90 Kilometer vom Dom entfernt war und eine Stärke von 4,5 gehabt hatte. Die roten Linien wurden im Untergeschoss der Kathedrale aufgezeichnet und sind im Grunde genommen die Signale, die in das Gebäude hineinkommen. Im Vergleich dazu sind hier die blauen Signale, die die Bewegungen des Turmes darstellen. Der Turm beginnt zu schwingen und diese Bewegung dauert mehrere Minuten. Das ist eine verblüffende Erkenntnis. Die Türme des Kölner Doms schwanken wie zwei Pendel hin und her, anstatt einfach einzustürzen. Aber wie ist das möglich? Trotz der schlanken Säulen ist der Dom kein Leichtgewicht. Deshalb haben die Baumeister des Mittelalters ein besonderes Augenmerk auf den Unterbau des Doms gelegt. Sie schichteten 120.000 Tonnen Gestein zu massiven Säulenfundamenten auf. Diese Fundamente reichen bis tief in den Boden hinab und sind genauso massiv wie die Säulen, die sie tragen. Im Mittelalter hielten die meisten Menschen Erdbeben für eine Strafe Gottes. Sie glaubten, diese Strafe durch Gebete und Frömmigkeit abwenden zu können. Wussten die Erbauer des Kölner Doms überhaupt, was für Kräfte bei einem Erdbeben am Werk sind? Die Archäologin Ruth Stinnesbeck erforscht, was die antiken Architekten über den Untergrund wussten, auf dem sie gebaut haben. Ihre Forschungen führen sie zu archäologischen Ausgrabungen unterhalb des Doms. Es ist bereits bekannt, dass diese Fundamente bis in 16 Meter Tiefe reichen. Sie sind genauso tief wie die Fundamentpfeiler des Empire State Buildings in New York. Wirklich überraschend ist aber, was sich unter den Fundamenten befindet. Das ist das Piepsen. Wasser. Hier haben wir es. Von hier sind es noch 10,47 Meter bis zum Grundwasserspiegel. Das Fundament endet einen knappen Meter über dem Grundwasserspiegel. Die Baumeister des Doms riskierten also, die Baustelle unter Wasser zu setzen. Und Ruth hat eine weitere Gefahr für die Stabilität entdeckt: Sand. Die Stadt Köln und auch die Kathedrale sind auf Sand und Kies gebaut. Das ist der Sand, den wir hier haben. Das ist wirklich nicht solide. Einfach nur Sand. Die Baumeister befürchteten, dass der Dom im weichen Kölner Sand versinken könnte. Deshalb wollten sie Fundamente bauen, die möglichst tief reichten. Nur ist es sehr schwierig, Löcher in den lockeren Sand zu graben, weil Sand immer wieder nachrutscht. Hätten die Arbeiter ein Loch ausgeschachtet, das tief genug ist, dann hätte der lockere Sand nachgegeben und sie unter sich begraben. Also mussten sie sich in kleinen Schritten vorantasten. Sie stützten die Wände mit Holzbrettern ab und konnten so tief graben, bis der Grundwasserspiegel fast erreicht war. Die Arbeiter schichteten Vulkangestein und Mörtel zu gewaltigen unterirdischen Steinsäulen auf. Diese felsenfesten Fundamente tragen bis heute das Gewicht des Kölner Doms.
Archäologen haben die Überreste einer antiken Baugrube freigelegt. Hier ist das Fundament einer der Säulen der Kathedrale. Und was wir hier sehen, ist die Mörteloberfläche. Ruth vermutet, dass diese Holzspäne Überreste der Bretter sind, die die Arbeiter benutzt haben, um die Grube zu sichern. Eine Planke hat von hier bis hier gereicht. Und die nächste dann von hier bis hier. Man kann in dem Abdruck die Struktur und die Jahresringe des Holzes erkennen. Wie mag es wohl gewesen sein, hier unten zu arbeiten? Wenn ich mir das Holz ansehe, versuche ich mir vorzustellen, wie die Leute sich gefühlt haben müssen, die hier in diesen sehr tiefen und dunklen Gruben gearbeitet haben. Sie mussten mit der Angst leben, dass der Erddruck die Gruben zum Einsturz bringen kann und dass nur die Planken so eine Katastrophe verhindern. Ich finde, dass man hier unten spüren kann, wie die Leute sich damals gefühlt haben müssen. Die Erforschung dieser faszinierenden Unterwelt ist noch lange nicht abgeschlossen. Aber auch über Tage gibt es eine weitere Überraschung. Der Kölner Dom ist eine der beeindruckendsten Kathedralen der Welt. Er birgt viele Geheimnisse in sich, die man nicht auf den ersten Blick erkennen kann. Unter dem Dach verbirgt sich zum Beispiel eine Konstruktion, die hier irgendwie deplatziert wirkt. Es ist ein gigantisches Fachwerk aus geschmiedeten Eisenstreben und trägt das 600 Tonnen schwere Dach. Bis zum Bau des Eiffelturms war das die modernste Eisenkonstruktion der Welt. Was aber macht ein modern wirkendes Fachwerk aus Metall in einem mittelalterlichen Gebäude? Aus Zeichnungen und Chroniken geht hervor, dass die Bauarbeiten am Kölner Dom im Jahr 1530 zum Stillstand kommen. Sie ruhen mehr als 300 Jahre lang und daher wurde der Bau erst im 19. Jahrhundert vollendet. Dombaumeister Peter Füssenich zeigt uns einen verblassten Bauplan des Doms aus dem 13. Jahrhundert. Er ging verloren, wurde aber 600 Jahre später wiedergefunden. Die Architekten des Kölner Doms im 19. Jahrhundert konnten froh sein, dass sie diesen Plan aus dem Mittelalter gefunden haben und dadurch die Fassade bauen konnten. Der Traum der mittelalterlichen Architekten wurde so vollendet. Der Entwurf, auch Plan F genannt, sieht wie ein moderner Bauplan aus, enthält aber weder Maße noch Anleitungen. Dieser Plan F sollte nicht als Bauplan dienen. Er sollte jene überzeugen, die Kathedrale finanzieren sollten. Aber die Arbeiten aus dem 19. Jahrhundert weisen einige Mängel auf. Die Steinrestauratorin Sophie Höppner gehört zu einem Team von Experten, die entdeckt haben, welche Kompromisse die Nachfolger der mittelalterlichen Baumeister eingehen mussten. Sophie und ihre Kollegen sind auf dem Weg, um ein Problem mit den Strebebögen zu lösen, die im 19. Jahrhundert gebaut wurden. Die Arbeit eines Steinrestaurators ist vergleichbar mit der eines Arztes. Die mittelalterlichen Baumeister bevorzugten Steine aus Trachyt, einem harten Vulkangestein. Aber der Stein dieser Strebebögen aus dem 19. Jahrhundert besteht aus weichem Sandstein und fängt langsam an zu zerbröckeln. An der Stelle, wo der Stein wie Sand ist, wird er weggewaschen und ist deswegen dort viel heller als der Rest des Steines.
Andere Steine können im Inneren verwittert sein, ohne dass man es von außen sieht. Das Team überprüft deshalb einen Gewölbepfeiler mit einem Spezialbohrer, der mit einem Computer verbunden ist. Sophies Kollege Jasper bohrt in den weichen Sandstein hinein. Der Computer misst den Widerstand beim Bohren. So kann man Schwachstellen im Stein finden. Die Ergebnisse verheißen nichts Gutes. Das war wirklich schlecht. Also die ersten 2 bis 3 Millimeter waren noch ganz gut und der Stein war ziemlich hart. Danach gab es einen Absturz, bei dem der Graph so verlief. Dort ist der Stein sehr weich. Dann wird er wieder härter. Und nach etwa 7 Millimetern wird es dann wieder besser. Die Restaurateure müssen wahrscheinlich Teile des Gewölbepfeilers ersetzen, denn auch Stein hält nicht ewig. Wir werden ein festigendes Mittel einsetzen, um den Stein zu härten. Und dann werden wir noch einmal testen. Die Bauingenieure im 19. Jahrhundert stehen vor dem Problem, genügend hochwertige Steine herbeizuschaffen, um diese riesige Aufgabe zu bewältigen. Als sie mit den Arbeiten am Dom beginnen, existiert von ihm lediglich das hintere Ende, die Ruine des Südturms und ein riesiges, halb gefülltes Loch in der Mitte. Die Baumeister des Mittelalters haben die Spitze eines nahegelegenen Berges abgebaut, um an Baumaterial zu kommen. Aber diese Quelle ist versiegt. Also müssen die Arbeiter des 19. Jahrhunderts tausende Tonnen Sandstein von verschiedenen Orten in Deutschland beziehen. Am Dom wird das höchste Gerüst der damaligen Zeit installiert und nach nur 38 Jahren Bauzeit ist die Kathedrale schließlich fertiggestellt. Die mangelnde Qualität der Steine und die Hast bei der Fertigstellung sorgen für Baufehler. Der Legende nach soll auch etwas mit den Türmen nicht ganz stimmen. Der Architekt Doug Pritchard benutzt seinen Scanner, um die exakte Höhe der Türme zu vermessen. Es ist ein gewisses Mysterium, wie hoch die beiden Türme wirklich sind. Sind sie genau gleich groß oder ist einer höher als der andere? Das wird uns der Scan verraten. Im Nordturm geht die Fahrt nach oben. Wir befinden uns jetzt oben im Nordturm, auf einer Höhe von 100 Metern. Ich stelle das Stativ mit dem Scanner innen auf, sodass wir den gesamten Innenraum des Turms erfassen können. Es ist das erste Mal, dass jemand die Türme derart genau vermisst. Ich mache eine 360-Grad-Aufnahme vom Innern des Turms. So erhalten wir millimetergenaue Daten. Der Scanner tastet mehr als 1 Million Punkte pro Sekunde ab. Nach 15 Minuten haben wir also jede Menge Informationen. Doug startet den Scanner. Der Schlussstein wurde im Jahr 1880 auf den Südturm gelegt. Die Bauarbeiten haben also insgesamt 632 Jahre und 2 Monate gedauert. Und Doug macht eine erstaunliche Entdeckung. Wenn man sich die Daten ansieht und die Höhe des Süd mit der des Nordturms vergleicht, dann sieht man, dass diese fast exakt gleich hoch sind. Der Südturm ist nur minimal kleiner als der Nordturm, nur 4 Zentimeter, was wirklich beachtlich ist. Besonders, wenn man das Alter der beiden Türme bedenkt, das führt einem die Fertigkeiten der Arbeiter an diesem Gebäude vor Augen. Dougs Aufnahmen ergeben eine präzise digitale Kopie des Doms. An ihr kann man die Leistungen erkennen, die Generationen von Arbeitern in einem Zeitraum von mehr als 700 Jahren vollbracht haben. Wenn man dieses Gebäude mit zeitgenössischen Gebäuden vergleicht, dann ist es wirklich verblüffend, dass alles von Hand gemacht wurde.
Wirklich alles. Von einzelnen Steinen bis hin zum ganzen Gebäude. Der Dom wurde nicht woanders gefertigt. Er kommt aus keiner Fabrik. Er wurde vollständig von Hand erbaut. Die Vision der Menschen, die den Dom gebaut haben, ist unglaublich. Seine Größe, Schönheit und Erhabenheit ist wirklich signifikant. Der Kölner Dom stellt, genau wie sein Vorgänger in Amiens, eine außergewöhnliche Leistung dar. Millionen von Menschen strömen heute Jahr für Jahr durch die üppig verzierten Türen, um die imposante Kathedrale von innen zu bewundern. Der Kölner Dom ruft bis heute Ehrfurcht und Andächtigkeit hervor. Seine gotischen Bögen haben die Architektur revolutioniert und die vielen tausend bemalten Glasscheiben lassen ihn von innen in buntem Sonnenlicht erstrahlen. Der Kölner Dom ist ein Denkmal, das Bauingenieure bis heute in Staunen versetzt. Und die von weitem sichtbaren Türme locken bis heute Besucher aus der ganzen Welt in die Stadt am Rhein.